Also ich wohne hier im Omniturm seit Februar 2020. Also ich habe mich für den Omniturm entschieden, einfach dadurch, dass ich als Geschäftsführer natürlich einen kurzen Weg ins Büro brauche und wir auch das Büro direkt hier im Omniturm haben, gab es für mich halt keine andere Option, als auch die Wohnung im Omniturm anzumieten. Also ich habe damals meinen Kontakt mit Herrn Böhm gehabt von Ballwanz und mit dem habe ich dann auch eben als Ansprechpartner die Dinge geregelt. Was ich natürlich sehr geschätzt habe an der Zusammenarbeit war, dass Ballwanz Immobilien alles super vorbereitet hat, was für Unterlagen ich schicken musste. Das ging alles innerhalb weniger Tage eigentlich. Sehr schön am Omniturm sind natürlich erstmal die Wohnungen selbst, muss man sagen. Also die sind schon sehr hochwertig und die Aussicht hier auf die Skyline, vor allen Dingen abends, wenn die Lichter angehen, das ist schon was Besonderes. Das kriegt man auch von seinen Gästen immer wieder reflektiert. Was mir sehr am Omniturm gefällt, ist auch die Community. Das ist jetzt nicht wie ein ganz normales Wohnhochhaus. Man unternimmt vieles, man unterstützt sich auch gegenseitig. Man braucht eigentlich nur 5 Minuten hier in Frankfurt und ist schon bei fast jedem Punkt, den man so im abendlichen Leben ansteuert normalerweise. Besonders gut gefällt mir in der Wohnung eigentlich, gefallen mir die Badezimmer, muss ich sagen. Die finde ich schön. Ich finde auch die Mischung aus Schwarz und Weiß schön. Ich würde auf jeden Fall die Wohnung wieder nehmen, vielleicht sogar eine größere Wohnung, weil es ist wirklich ein fantastisches Gefühl, hier zu leben und auch zu wohnen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das nicht bereut, hier eingezogen zu sein. Und ich überlege eher noch, ob ich noch vielleicht ein Zimmer mehr brauche. Ja? Aber das würde ich auch hier im Haus realisieren. Ich würde die Wohnung wieder nehmen, wenn man mich heute wieder vor die Wahl stellen würde.